Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.3. Wir sehen aktuell Gras auf den Feldern 2, 15, und gleich geht los auf die 12. Dann haben wir auch Grasfelder entsprechend kompensiert, die wir in Weizenfelder umwandeln werden, mit der Hoffnung, dass wir einmal das Gras weg. Wir haben das im Herbst. Schauen wir mal. Wenn das noch nicht dazu würde, wie gleich geht, dann werden wir das am letzten Tag noch mit Getreide ausgehen. Also Weizen und Gerste vorliegt hauptsächlich. Damit wenn wir später mal eine Brauerei haben, auch genug da ist. Ne? Sonst haben wir da ein Problem. Ich finde das sehr schade, wenn wir eine Brauerei auch so gekauft hätten für viel Geld und das nicht laufen wird. Ne? Können wir das im Winter schön in Gang bringen und dann im Frühjahr da auf die Erde warten, mehr oder weniger, kann man das verkaufen. Ne? Na, tschüss, wie geht's? Ja, so sehe ich heute auch. Ne? Also heute, ob es Mähen, der ist voll dabei. Wir müssen da fertig geworden. Ach! Düngerfahrer. Düngerfahrer habe ich auch. Den muss ich mir auf die Felden noch nächsten Wiese bringen. Aber immer einen am anderen. Das ist Mais, kommt gleich dazu. Aber Mais ist nicht so wichtig. Das machen wir den Beine her. Das ist los. So. Einstellen. Eigentlich jetzt von losgehen und bitte nachgucken. Ja, okay. Jetzt geht's unseren, der hier nicht klarkommt mit ohne Gewicht. Da hängen wir aus. Mit ohne Gewicht. Also das ist schon heftig gewesen. Also habe ich nicht ganz so erwartet. Aber wie gesagt, die Faktoren haben alle Heck an Fink mehr oder weniger. Also, großen Räder und wenn die haben eine große Kraftbesetzung, die heben den Faktor dann entsprechend aus. Und jetzt soll das Problem nicht da sein, wenn wir einfach nicht klarkommen. Düngeproduktion wollte ich noch einsteigen, ja, mal sehen. Gut. Das ist einmal für mich immer zweitrangig. Die Mengen, die wir brauchen, können wir auch kaufen. Seht nicht so eng. Wir haben das Geld nicht, um jetzt alles kaufen zu können, ne? Nur ein bisschen düngen können, ne? Ja, ja. Wahnsinn, wenn man guckt. Hauptsache, der schafft das auch. Also, das könnte ein bisschen eng sein, glaube ich. Aber gut. Die Leistung erreicht der Gras so, glaube ich. Also, von daher müsste es eigentlich funktionieren. Also guckt im Gras, denkt mal, könnte man sowas gewachsen sein. Ne? Habe ich den nochmal durch und hoffe, dass wir noch einmal Punkt ernten können. Ne? Tauschen. Wenn ich mir die kleinen gekauft habe, damit wir düngen können. Ne? Wie viel PS hat er überhaupt? Das ist ein P2. Maximum, ja. Maximum glaube ich noch nicht. P2, neue Garage hier mal rein. Der hat ungefähr zu wenig PS. Den werden wir hinfahren und dann stehen lassen. Das bringt ja nichts. Nicht damit wir fahren, dass wir fahren. Und kommt ja nicht zurecht.
halt Kraftfahrt daneben, die anderen gehen auch irgendwie hin. Wurde jetzt fertig gesammelt oder wurde getauscht und so aus und dann hingefasst. Das ist nicht gelegen. Hatte ich mal gekauft, um die Mission zu machen zu können. Dafür hat es gereicht. So, das Hügel kommt normalerweise. Okay, das passt. Dann fahren wir hier vorne hin. Jetzt stellen wir hier hin. Machen wir nach und ab. Und dann fahren wir Richtung Fingersteuer und dann tauschen wir aus. Wir probieren das zu machen. Da fehlen ja mindestens also etliche PS. Also, ups. Das Gewicht ist natürlich auch zu schwer vorne. Aber da muss ich ja nicht durch. Also, kann ich nicht in den Rücken legen, das ist das Schief. Oh, wie ist das bei dir? Schön. Dann ist es gerade noch zu hoch. Ja, so kriegen wir jetzt die Zeit auch noch. Ja, das ist halt so. Ne? Die großen Wiesen sind schon gewöhnt, das ist ja noch gut. Klein machen wir jetzt als. Vielleicht bin ich wieder nicht drin. Ich fahre an und dann höher zur nächsten Wiese und darf ich noch arbeiten. Dann komme ich halt wieder zur Wiese. Das ist halt nur 12. Man so dramatisch ist nicht, wir haben noch Zeit. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt heute aussehen, wenn wir bei Frost kommen. Denn bei Frost wäre die Aussage erledigt, weil die vorne wohnen an sich, da haben die Geräte schon Probleme. Ne? Also, da wenn 0 Grad sind, vielleicht nicht, aber wenn es mehrere Nächte, nämlich 3, 4 Grad sind, da ist es schon, wenn 10 cm gefroren sind, ist vorbei. Locker vorbei. So, entlassen und abklemmen. Dadurch hält sich der Hänger ja in der Waage. Und das ist jetzt nicht ganz so gefährlich. Klar, wenn man jetzt hinten den Fingersteuer jetzt ungleichmäßig beladen würde, wäre es auch ein Problem. Aber ich weiß ja jeder, wenn er einen Aufhänger hat. Ne? Und da jetzt das Gewicht alles, aber auch da reicht schon nicht vorne, ist das ein Auto vorne ungünstig, also die Drehbewegung. Auto vorne hochgehoben werden können. Ne? Deswegen das Gewicht eigentlich so verlagern, dass es ein Gleichgewicht ist. Ne?
gucken, ob die Räder ist und nicht auf die Leute im Auto. So, dann fahren wir gleich hier runter. Am Deich. Und beginnen wir hier vorne mit Düngen. So. Wir müssen entsprechend losgehen vom Düngen. Generierung. Die muss ich aufpassen. Das ist entsprechend ein Fahrzeug. Vorgewandelt. Zwei. Ja, könnt ihr nicht machen, weil er Kontrolle hat. Jetzt aber. Nur noch 33, 23 und 7. Zurück, dann müssen wir das gucken, ob alles stimmt. Ja, stimmt. Den ersten Weg schon fahren wir an. Einstellen. Oh, stimmt, jetzt müssen wir sehen, dass dunkel wird, okay, gut. Oh mal einen Sprung machen, ne? Klasse, oh, überkommen, ja, gut. Jetzt machen wir Sprint. Uns Gewicht und dann geht es hin zur Seemaschine. So. Ja, da kommt besser mit kleinem Gewicht. Das ist ein Faktor, ist halt ein größer, ne? Also fast doppelte PS-Zahl, also fast, nicht ganz, aber fast. Schon, also ganz am Anfang. Aber halt für die Mission hat er scheinbar schon genügt. Ne? Also da braucht man nicht extra GPS haben für diesen Dinger steuern. Weil wenn das eben ist, dann ist es alles kein Thema. Gut, wenn es hügelig wird, dann wird es schwierig. Ne? Wenn man 30.000 Liter Berg hochfahren soll, ist schwierig. Aber so. Auf die flachen Felder hier in den Norden, das ist locker wirklich. Selbst in Thüringen ist es nicht ganz so extrem, da geht es auch noch. Ist aber weniger Ausnahmen vielleicht. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. Der Junge ist fast leer, das ist schlecht. Zur Not müssen wir halt mal unseren Sprint-Auto hier mal ranfahren und voll tanken. Ist halt so, ne? Hat er wieder nicht getankt, der Bursche. Ah. Aber wir haben ein Fahrzeug mit mobilen Tank, da können wir jetzt kann man gleich gucken, wie er hochgeht vorne, am besten gar nicht. Ganz anders. Naja, doch, schon. Ist halt viel Sack drin, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn er das mitberechnet, gut. So, Kurzgenerierung, Feld 12, da lassen wir rückwärts fahren. Hat ja Zeit. Man könnte auch mit zwei fahren. Oder so. Und zurück. Einstellen. Wie lange brauchst du? Für 3 Stunden. Naja, gut. Kriegen wir heute noch fertig. Ach, die erste. Das sind. Ich bin sehr was geboren. In meinem Gerste würde hier auch wachsen, aber aufgrund der Tatsache mit der Vorfolge, dann möchte ich ein bisschen einhalten, um die Erträge nicht zu schlecht zu werden zu lassen. Meine, so viel ist es auch nicht, aber trotzdem kann er was rausholen. Ne? So, schauen wir mal den ersten Weg. Kann ich mal noch zeigen, aber das. Hochfolge. Die haben jetzt drinnen, wir hatten drinnen Fekale. Fekale ist ja die Treibe, da kannst du nicht mehr so. Da kann man auch Weizen zunehmen, ist egal. Nehmen wir Fekale. Um sie zu verdeutlichen. Dinkel, Mohn, Zerne, Hopfen. Ups. Fekale. Jetzt haben wir Gras. Auf Weizen will sofort schlechter werden. Ne? Bei Gerste auch.
Hafer auch schlecht. Baumwolle besser, aber Baumwolle wächst ja nicht. Herbst schon ein kleines Plus. Sonnenblume auch Plus. Sojabohnen eher ein Minus. Zum Totale. Mais auch Minus. Kartoffeln ganz schlecht. Zuckerrüben besser. Pappeln sehr gut sogar. Und Gras um 1,14. Das heißt, der Tag wird auch nicht besser. So, bei Gerste haben wir jetzt auch Gras angemacht. Ups. 1,14. Und bei Raps haben wir in der Vor, wie gesagt, Mais. Kartoffeln. Da muss ich mal sehen, ob wir da Rüben reinbringen. Oder noch eine Erdfrucht. Muss ich mal schauen. Mais wäre ganz schlecht. Kartoffeln auch ganz schlecht. Zuckerrüben auch schlecht. Pappeln ungünstig. Gras auch ungünstig. Zuckerrohr. Karotte, Zwiebeln. Alles negativ. Oh, was können wir am besten machen? Weizen ungünstig. Baumwolle, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Wäre aber Sojabohnen einzig optimale Frucht hinterher. Na gut. So, liebe Schau, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt haben wir einen schüchternen Gegel. Ciao, ciao. Ja, man hört uns jetzt wieder zu den Folgen. Wie das so ist. Toll, kann man das nicht.